stellt sich ja immer so die Frage, warum ist man Politiker, warum wird man Politiker? Ein Satz, der mich auch geprägt hat, warum ich wahrscheinlich überhaupt Politiker geworden bin, ist ein Satz von Willy Brandt. Von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ihr seid angereist. Rammstein ist in Deutschland. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt schon zum vierten Mal hier in Rammstein demonstrieren gegen den Drohnenkrieg, gegen die NATO, gegen die US Airbase. Aber ich schließe an, ich glaube, wir sind eine Friedensbewegung. Es geht auch darum, dass wir Nein sagen zur Aufrüstung auf 2% des BIP, dass wir Nein sagen zu Atomwaffen in Deutschland, dass wir Nein sagen zu Auslandseinsätzen in Bundeswehr und dass wir für eine neue Entspannungspolitik mit Russland werben wollen. Auch dafür sind wir heute da. Es ist bei uns in der Region immer schwierig, weil man immer gesagt bekommt, was macht denn ihr da? So viele Arbeitsplätze hängen doch davon ab. Und heute Morgen musste ich auch wieder in der Rheinpfalz lesen, dass die örtliche Zeitung, dass der Verbandsbürgermeister von Rammstein, ein CDUler, der hier in dem Haus sitzt, wenn er arbeitet, gesagt hat, diese Veranstaltung wäre eine Zumutung für die Verbandsgemeinde. Ich sage ganz deutlich, Politiker, die die Augen verschließen vor dem, was auf dieser Airbase passiert, Politiker, die die Augen verschließen vor den riesigen Umweltbelastungen und auch Gesundheitsgefahren, die von hier aus ausgehen, solche Politiker sind für diese Region eine Zumutung, aber nicht ihr, die heute hier seid, um zu demonstrieren. Claudia Heidt hat eben davon gesprochen, dass heute Morgen die Nachrichtenlage einem aufhorchen ließ. Trump prüft den Truppenabzug aus Deutschland. Soweit hört sich das gut an. Das Problem dabei ist nur, dass Trump vieles sagt und manchmal sehr wenig macht. Aber warum er das sagt, ist ja aus einem einfachen Grund. Er will Deutschland erpressen, dass sie endlich 2% investiert in Verteidigung und Aufrüstung und will das als Druckmittel dafür verwenden. Und ich sage ganz deutlich, wir brauchen keine Truppen der Amerikaner hier in Deutschland, wir brauchen aber auch keine 30 Milliarden mehr für Aufrüstung. Beides ist schädlich und beides ist dringend für andere Dinge zu verwenden. Und wenn die Bundesregierung Milliarden mehr ausgeben will für Aufrüstung, für bewaffnete Drohnen oder, gebt uns doch lieber 1 bis 2 Milliarden für Konversion in diese Region, damit aus diesen Arbeitsplätzen zukunftsfeste und gute Arbeitsplätze werden können. Das wäre die richtige Antwort für diese Region. Und solche Verbandsbürgermeister und auch andere müssen auch langsam wach werden. Denn von Jahr zu Jahr beteiligen sich auch mehr Menschen hier aus der Region an diesen Protesten. Und ich finde es ganz klasse, dass mittlerweile, glaube ich, über 60 Geschäfte in Kaiserslautern, über 20 Geschäfte in Rammstein-Landstein offensiv für diese Demonstration geworben haben. Das zeigt, ihr kommt mit euren Stimmen auch hier in der Region wunderbar an. Und lasst mich doch was sagen, weil das auch Ausdruck dieser Angelegenheit ist. Ich finde es sowas von wunderbar, dass die Witwe von Werner Limprich, einer unserer Helden von Bern 54, einer der Walter-Elf, dass diese Frau ihren Namen gegeben hat, den Namen der Familie, für dieses Fußballturnier, das letzte Woche unter Stopp Airbase Rammstein durchgeführt werden konnte. Vielen, vielen Dank an die Familie von Werner Limprich, dass wir auch in ihrem Namen für den Frieden werben können. Das zeigt, man kriegt uns nicht klein, wir machen weiter, wir machen immer wieder weiter. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir für Stopp Airbase Rammstein demonstrieren, dass wir für den Drohnenkrieg ablehnen, denn es ist dringend, dringend notwendig. Würde man nur einen Bruchteil dieses Geldes einsetzen für andere Dinge, dann wäre die Welt viel besser zu machen. Würde man dieses Geld
dieses Geld, was man für Aufrüstung ausgeben will, würde man das einsetzen für einen Marshallplan für den afrikanischen Kontinent? Würde man auch was dafür tun, dass Fluchtursachen beseitigt werden können? Das wären die richtigen Antworten, aber keine Festung Europas. Denn auch das geht aus diesen Tagen aus. Wir müssen immer Menschen in Not helfen, denn sie fliehen oftmals nur wegen Kriege. Ich muss zum Schluss kommen, weil viele Redner da sind. Ich freue mich natürlich riesig, dass auch nachher meine Kollegin Sarah Wagenknecht da sein wird bei der Abschlusskundgebung. Auch das ist wunderbares Zeichen aus unserer Fraktion hier heute zur Kundgebung. Wer war denn letztes Jahr dabei? Wir haben da was versucht, das will ich auch jetzt wieder gerne zum Abschluss mit euch machen. Ich habe euch etwas zugerufen und ihr habt mir geantwortet. Ich rufe euch was zu und ihr sagt dann, wir sind bereit. Die sind nicht bereit für Kriegstreiberparteien bei unserer Demo. Die wollen den Drohnenkrieg. Die wollen den Drohnenstreit. Wir sind bereit. Und noch lauter. Die wollen den Drohnenstreit. Wir sind bereit. Vielen Dank.